Wir machen morgen die Four Island Tour inklusive James Bond Insel, Verpflegung und Kanufahren durch die Mangroven. Und Lunch. Und Lunch, ja. Und Schwimmen. Ach ja, und Schwimmen. Das wird das erste Mal Schwimmen in Thailand sein. Der Listenpreis sind sonst 3.200 pro Person. Wir sind in unserem neuen Hotel angekommen. Ich finde, das Zimmer ist ziemlich klein. Ja, sehr. Wir haben uns mal ein Zimmer mit Balkon gewöhnt. Hier ist zwar die Straße, aber da, wo es schwarz ist, da ist direkt das Meer. Und wir haben ein paar Fische. Und jetzt machen wir gleich mal eine Tour durchs Hotel selbst. Die haben nämlich so einen Atrium-Empfang, der ist ziemlich klasse. Das ist schon interessant, was man heutzutage alles in den Hotels findet. Die hier sind ausgelegt auf Motorräder, würde ich sagen. Denn das hier ist mitten im Hotel, neben der Bar. Also, habe ich auch noch nicht so gesehen. Auf der anderen Seite stehen die anderen, da sind noch welche. Da vorne sind ein paar Harleys. Also, hier kannst du übernachten und gleichzeitig gucken, was dein nächstes Motorrad sein wird. So, wir machen hier wieder das volle Touristenprogramm. Man wird wieder von allen möglichen angesprochen. Der Witz ist, die wissen nicht, dass wir schon abgehärtet sind. Wenn man Bangkok einmal erlebt hat, dann ist das hier ja gar nichts. Vielleicht ist es auch der Trick, man redet die ganze Zeit in die Kamera rein und dann trauen sie sich vielleicht nicht unbedingt einen anzusprechen. No, thanks. Aber wenigstens sind sie hier ganz nett, muss man sagen. Taylor! Ja, ja. Nur Taylor. Do you wanna have a tailor? Möchtest du einen Schneider haben? Also, ich hätte gerne einen Anzug, aber keinen ganzen Schneider. Oh, guck mal da. Oh, no thanks. Sind gerade mal 500 Meter gegangen. Ich krieg schon voll die Reizüberflutung. Ja, ich warte ja immer noch darauf, dass wir irgendwo Streetfood kriegen und... Ich glaube, das wird hier nichts. Nee, ne? Ich sehe hier mehr internationale Marken als irgendwas Einheimisches. Wir können Pizza essen, wir können Döner essen, wir können Steak essen. Partymeile. Hier geht es richtig ab. Hier gibt es sogar Massagen mit Happy End. Vier Leute auf einmal sprechen einander, das ist so krass. Hallo! Schon, die Koh San Road wäre schlimm. Da waren wir noch nicht hier. Nein, guck mal da. Herzlich willkommen auf der thailändischen Reeperbahn. So, bei all dem Trubel haben wir unter all dem Touristischen wahrhaftig ein Restaurant gefunden, wo zum größten Teil nur Einheimische sind. Und das war auch ziemlich voll hier. Wir haben gerade noch zwei Plätze gekriegt. Und es ist verdammt günstig, wenn man es jetzt mit anderen Sachen vergleicht. Ich habe hier zum Beispiel Fried Rice mit Chicken. Kostet hier 80 Baht. Das habe ich zwei Straßen weiter für 250 Baht gesehen. Und es riecht verdammt gut. Es sieht sauber aus. Man muss eben nur richtig gucken. Wir konnten es uns natürlich nicht nehmen lassen, nach dem leckeren Essen noch mal Mango mit Sticky Rice zu holen und haben auf dem Weg noch einen Schnapper für den morgigen Tag gemacht. Wir machen morgen die Four Island Tour inklusive James Bond Insel, Verpflegung und Kanufahren durch die Mangroven. Der Listenpreis sind sonst 3.200 pro Person. Ja. Dann haben sie es uns für wie viel angeboten?
1400. Ja, 1400 pro Person. Und dann haben wir aber so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, so frei nach Motto, wir müssen danach den Tag wieder nach Deutschland und so viel Geld, wir sind ja so arme Touristen und haben unser ganzes Geld schon in ganz Thailand gelassen und so zahlen wir jetzt pro Person 1100 Baht, also 2200 Baht. Ja, richtig. Genau. Richtig. Für uns beide, für einen kompletten Tagestrip. Mit 4 Inseln und Lunch. Und Lunch, ja. Und Kanu fahren. Und schwimmen. Ach ja, und schwimmen. Das wird das erste Mal Schwimmen in Thailand sein. Obwohl wir jetzt schon so lange hier sind, haben wir es nicht einmal geschafft, im Meer zu sein. Wir waren nur im Swimmingpool bis jetzt. Während ich hier schon gelabert habe, hat sie schon mal das Essen vorbereitet. Dann essen wir jetzt mal.